Hallo. Bin gleich weg. Ihr macht nur hier Spaß. Hallo Leute, heute wird so hart survivalt. So hat noch nie ein Mensch vorher survivalt. Ich habe das jetzt hier gesehen, dieses Seven vs. Wild Ding. Das ist ja absoluter Käse, ne? Ihr schön irgendwie in einem ganz seichten Forst, so im Abenteuerurlaub oder schön gediegen auf einer tropischen Insel. Das ist alles Schwachsinn. Es gibt kein härteres Leben, kein härteres Abenteuer als der Alltag einer alleinerziehenden Mutter. Und deswegen gehe ich heute für meine Schwester eine Milch holen. Ihre kleine Tochter, der Säugling, der braucht dringend eine Milch. Und ich gehe jetzt los. Es sind Temperaturen in der Stadt. Es ist einfach kaum auszuhalten. Und ich muss quer durch die Stadt. Und ihr könnt live dabei sein. Sinn, was mal eincremen ist wichtig. Ist gefährlich heutzutage. Bei jedem großen Abenteuer, wie ich es heute eins mache, ist das Allerwichtigste, dass man sich sehr, sehr gut vorbereitet. Ich habe hier deswegen meinen Survival-Rucksack dabei, ein bisschen was zu trinken für unterwegs. Ein Seil kann man immer gebrauchen. Ich habe auch damals in der Mickey Mouse gelesen, wenn ich unterwegs zum Beispiel ein Lager aufschlagen muss und da eventuell Schlangen auf mich warten, deswegen habe ich dieses Seil dabei. Da muss man quasi um das Lager einfach so ein Seil spannen, da kommen keine Schlangen in das Lager rein. Wie weit so ein Weg sein kann bis zum nächsten Rewe oder so, man unterschätzt das komplett. Das ist so ein anstrengendes Terrain auch teilweise. Es ist echt nicht zu unterschätzen, Leute. Bereitet euch gut vor. Ich habe mir halt außer meinem Wasser nichts an Proviant mitgenommen. Aber manchmal muss man auch einfach nehmen, was die Natur einem gibt. Kein Weg ist mir zu weit. Paula, du kriegst deine Milch. Ich komme, Paula. Also, nachdem ich bei Rewe war. Ich habe mir natürlich auch schon viel von den anderen angeguckt, die sich ja auch bewerben bei Seven vs. Wild. Das ist ja ein fucking Spaziergang, was die machen. Ne? Ich sag's euch, der Alltag von so einer Geringverdienermutter, das ist nicht ohne. Ich weiß das gerade erstmal richtig zu schätzen, was die leisten den ganzen Tag. Es ist nicht mehr weit. Es ist nicht. Leute, passt auf! Das ist echt unwegsames Terrain. Ich habe eine natürliche Quelle gefunden. Das ist vielleicht das Letzte, was ich heute trinke. Ich weiß nicht, ob ich noch meine. Ey, sag mal, Leute, muss das jetzt hier sein? Ich bin hier gerade in der Wildnis und ihr macht hier Lärm. Was soll denn das? Seid vorne ist unwegsamster, seid ja vorsichtig. Oh, okay, sind wir. Fängt das auch noch an mit Regnen. Das wird erschwerlicher, als ich dachte. Ich muss mein Lager aufschlagen. Ich komme, Paula. Ich komme. Ich glaube, ich habe eine Unterkunft gefunden. Es ist hier so ein Höhleneingang. Hier, die Höhle zerbröselt schon ein bisschen, aber ich glaube, die kann mir erstmal Schutz geben. Ich werde jetzt versuchen, da einzudringen. Ist sogar relativ geräumig, würde ich sagen. Also ich glaube, hier halte ich es ein bisschen aus. Die geht hier einmal so rum und ich finde auch einfach bemerkenswert, die natürliche Struktur. Und hier ist noch ein bisschen Klopapier, falls ich es brauche. Die natürliche Struktur von der Höhle ist einfach perfekt für mich und meine Zwecke. Also Paula, es wird ganz kurz ein bisschen sich verschieben. Aber wenn ich mich hier erholt habe, kurz gestärkt, dann bin ich sofort bei Rewe. Überhaupt das Wichtigste, was man auf jeder Reise dabei haben sollte, ist Panzertape. Wirklich, nichts geht über Panzertape. Du kannst jedes Problem mit Panzertape lösen. Unfassbar hart, dieser Kampf Mann gegen Natur. Es ist wirklich sowas von kräftezehrend. Es ist so heftig einfach. Ich weiß nicht, wie das andere aushalten, die alleinerziehende Mütter sind. Es ist einfach unglaublich anstrengend, ey. Also großen Respekt von meiner Seite. Ich bin jetzt hier schon echt eine Stunde, würde ich sagen. Und langsam wird es echt hart. Also wird es echt hart. Ich vermisse auch die Zivilisation einfach ein bisschen. Es ist einfach nur Folter, Leute. Es ist einfach nur Folter. Was auch unabdingbar ist, ist ein gutes Feuerzeug. Ein richtig gutes Feuerzeug mit einer stabilen Flamme. Das ist auch überlebenswichtig, Leute. Der Regen hat aufgehört. Ich kann endlich weiter. Auf solchen Touren, da erlebt man einfach die wildesten Dinge und lernt ganz fremde Kreaturen kennen. Das ist jedes Mal ein Abenteuer.
Hallo? Gut? Ja. Irgendwann werde ich das auch mal verstehen, wenn ihr selber mal Eltern seid oder der Bruder von einem Eltern, dann werdet ihr verstehen, dass für Eltern kein Weg zu weit ist und kein Terrain zu unwegsam, keine Wässer zu kalt und kein Fluss zu tief und kein Hoden zu unterkühlt. Dann werdet ihr merken, wie unabdingbar wetterfestes Schuhwerk einfach ist. Ich gehe halt langsam wirklich so richtig auf dem Zahnfleisch. Ne? Ich gehe so richtig auf dem Zahnfleisch, Leute. Wenn ihr dann mal so ein bisschen ramponiert seid auf eurer Reise oder ramponiert, dann ist es auch unabdingbar, dass ihr Verbandszeug dabei habt. Ganz kurz verbinden. Was? So. Das ist dann wie neu. Hier ist es sehr wichtig, dass ihr das möglichst eng geschnürt habt. Dann dient das auch gleichzeitig so ein bisschen mit als Kompresse. Und es ist einfach sehr viel besser. Oh, das ganze Gestrüpp hier immer. Für die Sicherheit. Passt! Verschafft! Paula! Komm! Ich habe gerade festgestellt, dass mein Trinken alle ist. Und ich verdurste hier fast. Ich muss mir jetzt echt was einfallen lassen. Leute, Achtung! Dreht euch weg, ich werde jetzt meinen Urin trinken. Ja. Dieses Gestrüpp nimmt auch einfach kein Ende. Es nimmt einfach kein Ende mit diesem Gestrüpp. Ich hab's halt echt geschafft, Leute. Unfassbar. Da. Wir sind da. Jetzt muss ich einfach nur noch... Entschuldigung. Welcher Tag ist denn heute? Ich glaube, es ist Sonntag. Nein! Fuck, Alter. Fuck, Mann. Fuck! Ich glaube, ich habe eine Idee. Fuck, aber wenn das mal kein kreativer Kofferwinkel ist. Da ist noch was drin. Das ist das Allerwichtigste, was uns Bear Grylls schon gelehrt hat, Leute. Improvise, adapt, overcome. Paula muss heute nicht durstig sein. Was so eine alleinerziehende Mutter einfach jeden Tag leistet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich freue mich sehr, dass dann auf einer Insel oder wo auch immer die Reise... Wo geht's eigentlich hin? Habe ich überhaupt Bock darauf? Naja, Fritz, wir sehen uns.